Willkommen zurück bei Reft. Mein Name ist Drauni und ihr findet mich auf twitch.tv/Drauni jeden Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr live. Und wir sind auf unserem Floß und seit der letzten Folge ist ganz kurz etwas passiert. Und zwar, Cassie Barbara hat das Floß angegriffen. Wir haben zugestochen und sie ist gestorben. Das heißt, wir müssen jetzt schnell machen. Ich habe den Köder ausgerüstet. Muss ich den einfach nur werfen? Ja, ne? Es war irgendwie so. Zack, reingeworfen. Wenn Cassie kommt, dann wird sie erst das anknabbern, bevor Cassie die nächste dann kommt. So, auf geht's. Abtauchen. Abtauchen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Kölschi. War es rechts rein, links rein? Ich glaube, wir müssen zwischen den Britzelfischen in die Röhre. Da waren wir aber schon. Was? In dem großen Raum, wo der große Hai ist? Ja. Ja, da waren wir schon drin, das ist richtig, aber genau. Was anderes weiß ich nicht, was wir hier noch zu tun hätten. Ich schwimme jetzt nochmal rein. Ich weiß, wir sind hier irgendwie durch die Gänge geschwommen. Hier. Ah, oh, nee, das sind nur Kisten, okay. Und auf einmal sagst du so, aah! Und dann sag ich so, aah! Und dann haben wir alle, aah! Gemacht und dann sind wir gestorben. What the f... Ja. Bist du richtig? Ja, zumindest in diesem großen Raum bin ich. Und ist der noch da? Ja, der ist noch da. Aber dann bin ich falsch, weil, wo muss ich hin? Ja, du musst noch tiefer, immer tiefer. Nein, du musst wieder zurück ins Freie. Ins Freie und dann tiefer. Genau. Ah ja, also in der Reihenfolge habe ich das eigentlich noch nicht gehört. Normal, ich kenne nur immer tiefer, aber nicht ins Freie. Okay, gut. Also, Britzelfische, ich bin weg von euch. Ich brauche Luft erstmal. Da ist Luft. Luft, 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 Luft. Jedes Mal, wenn ich Luft tanke, entlaste ich auch die Sauerstoffflasche, ne? Ich hoffe, ich weiß es nicht ganz genau. So, ich komme noch weiter ins Tiefe. Zur zweiten Röhre runter oder wie weit ins Tiefe? Nee, in die Röhre rein. Ja, aber die Röhre, also ich habe eine Röhre gesehen, aber die ist noch weiter tiefer. Genau. Da unten. Die da. Genau. I'm coming home. I'm coming home. Auf der Autobahn. Links oder rechts rein? Ach, da bist du. Hallo. Ja, erstmal Sauerstoff tanken, ne? Ja, aber bleib doch auf dem Sauerstoff. Ja. Und dann darüber? Ja, da ist nämlich der Typus. Okay, auf geht's. Auf geht's. Dun, 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 ich glaube, links rum hat das nämlich schon die Wand kaputt gemacht, sodass wir da durch können. Ja, und hier ist Plastik. Hier, hier! Sauerstoff, 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 Sauerstoff. Und wieder wegschwimmen, denn es kommt! Und hat mich verfehlt, was für ein Glück. Man kann sich hier irgendwie, glaube ich, ein bisschen verstecken. Oh, hier ist Luft. Ah, oh, da ist ein Gang. Kommt man da irgendwo hin? Nee, okay. Der Gang ist nur zur Zierde. Weiter, weiter, weiter. Schauen wir mal. Nee, Entschuldigung. Luft, 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 Luft und abtauchen. Hast du schon irgendeinen Hinweis gesehen? Nein. Ah ja. Aua! Aua, 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 aua. Oh, gar nichts passiert, aber es hat irgendwie vibriert, wie so ein Erdbeben. Oh, das Fisch ist richtig sauer. Hier sind aber so komische Tanks. Ich hoffe, also hier so flammbare Tanks. Vielleicht geht er doch kaputt, wenn er dagegen schwimmt. Ja, du machst ein Tänzchen da in der Mitte mit dem Fischi. Naja, passiert nichts. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Fischi mich tötet. Oh mein Gott, der kann die Säulen zerstören. Ja, der kann ja einiges zerstören. Man kann die Tanks aufnehmen. Ja, weiß ich. Aber ich weiß nicht, was wir dann damit machen sollen. Jetzt schwimmt er raus. Er ist weggeschwommen. Ich hol mal... Draußen? Ja, er ist draußen. Ich hol mal Luft. Ich habe jetzt... Ah, er ist wieder drin. Nee, der ist nicht draußen. Ja, er ist wieder drin. Bist du tot? Nein, noch nicht. Das dauert noch nicht mehr lang. Schwimm draußen rein. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee.
Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Also. Ich lass mal versuchen, ob er. Aber hier. Greift er mich an? Ha! Ich habe Säule Nummer 2 zerstört. Ich lasse den jetzt alle Säulen zerstören. Okay. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Luft tanken. Dann schwimme ich weiter zur nächsten Säule. Also 2 Säulen habe ich schon zerdeppert. 2 Säulen sind Geschichte. Luft, 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 Luft. Und weiter geht's. Oh, hi. Hi. Hi, hi. Ja, ja. Was ist denn das hier? Oh, nehmen wir Heilsalbe, ist immer geil. Ah, weitere Säule. Ah, sehr schön. Nur noch eine. Nur noch eine, er ist raus. Kommt gleich wieder rein mit Sicherheit. Ich meine, ja, irgendwas kann man, muss man wohl mit den Fässern auch machen können, I guess. Also irgendwie so platzieren, dass sie, dass er dagegen schwimmt. Ach, hier ist überall Heil. Letzte Säule. Stark. So, also die Säulen sind kaputt. Bringt das aber auch nichts. Erstmal. Ah, ne? Explosiv. Ah, doch. Jetzt kannst du nämlich die an die Fässer da reinmachen. Ja, ja, ja. Ich hab's gerade verstanden. Ich hab's gerade verstanden. In dem Moment, wo du es gesagt hast. Jetzt kann man die Fässer da reinmachen, oder? Genau auf die Säule stellen. Aua! Shit, das war nicht gut. Aber hat gar nicht so viel Schaden gemacht, um ehrlich zu sein. Ist raus. Ich versuch das. Eins habe ich gesetzt. Ja, ich versuch das auch hinzubekommen. So, jetzt brauche ich Luft. Ganz dringend. Ich habe Heilsalbe gefunden. Ne? Wenn du mal low health bist, dann sag einfach Bescheid. Hol kurz Luft. Gesetzt. Ja. Ja, 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 ja. Schau mal. Da ist jetzt ein Loch drüber. Siehst du mal? Ja. Oh mein Gott. Wo ist er? Komm. Fischi. Der ist auf jeden Fall überall gesetzt. Ja. Fischi! Tüdü, Fischi! Reicht deine Säule? Haben wir vielleicht schon instant die richtige erwischt, oder? Ich würde jetzt alle machen und mal gucken. Fischi! Ich hol mal Luft, weil... Also wenn Fischi jetzt nicht mehr wiederkommt, ne? Ja, wäre seltsam. Soll ich mal in das Loch rauftauchen und schauen, ob ich da irgendwas finde? Während du versuchst, weitere Säulen mit Fischi zu klären oder... Zu schauen, ob Fisch überhaupt zurückkommen mag. Dann mach mal. Ich schwimme mal da hoch. Vielleicht haben wir ja Glück und wir haben einfach schon die richtige Säule erwischt oder so. Ja, aber hier geht's nur so raus. Ah! Oh! Wir haben quasi Level 2 freigeschalten. Felschi. Cool. Wir haben quasi Level 2 ist, nur noch 2 Säulen. Aber ich brauche Luft und Essen. Achtest du auch darauf, dass du mal was isst und trinkst und so? Ja, ja. Oh, das ich. Also, stay hydrated und so, ne? So, und wieder abtauchen. Ich glaube, diese Säulen brauchen etwas mehr hoch. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, 2 Säulen dafür mehrmals. Hey, Fischi, komm zurück, please. Hallo? Hallo, Fischi? Oh, fuck. Fischi? Hier ist kein Sauerstoff, da. Ja, hier bei mir. In der Mitte ist auch immer Sauerstoff. Ja, ich bin gerade fast am... Wo ist Fischi? Oh, da! Au! Oh mein Gott! Ja, ich habe dir die erste freigeräumt. Ja, ich hole das Fass jetzt wieder. Ja, ich gehe zum Sauerstoff holen und dann schwimme ich zur zweiten rüber. Vielleicht reicht auch für Level 3 eine Säule explosiv zu zerstören. Das kann auch sein, ne? Ha! Ja! Ich würde sagen, ja. Er ist rausgeschoben. So, nur noch eine Säule. Nur noch eine Säule, die ist aber dafür, ich sag mal, dick. Au. Ich wusste, dass er das jetzt macht. Doch kein lieber Fischi.
Ja, einmal essen. Einmal trinken. Weil das ist ja richtig Content hier. Der Bossfight. So, Seiten geöffnet. Er macht da irgendwie Dinge, weil er dich eigentlich lieber hätte als mich. Hallo, Fischi. Ich bin hier drüben. Hallo. Hey. Monsignore Fisch. Ja, 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 ja. Da dagegen. Dankeschön. Ich würde mal sagen, noch zweimal, dann hast du auch die kaputt gemacht. Und ich guess mal, wir müssen dann wieder so eine Explosivfassung machen. Ja, habe ich schon in der Hand gehabt. Aber er ist wieder da. Au, au. Also, ehrlich gesagt, ne, dafür, dass du so ein dickes Kaliber bist, machst du ganz schön wenig Schaden. Also, ich sag's mal so, Cassie, Brigitte, Bianca, Barbara, Babsi, die siebte, macht mehr. Jetzt kommt er. Oh, Bums! Nein, nicht da unten, wo es Metall ist. Hier oben, bei mir. Ja, genau. Nein, nicht daneben. Mich. Die Säule. Oh, ich brauch Luft. Luft. War das ein Treffer? Ah, nee. Nee. Außenwand. Au. Hi. Au. Ey. Also, das ist jetzt unfair. So schmier ich mir Heilsalbe ins Gesicht. Oh, die macht ja instant voll, Alter. Die ist ja übelst belohnend, Digi. Oh, schau mal. Ich komme mal noch rüber. Oh, oh, oh. Nee, nicht jetzt schon. Also jetzt wirst du aber unfair. Da waren wir so schön spielen können, wir zwei. Jetzt wirst du unfair. Schau mal, wir schwimmen hier rüber zur Säule. Da können wir zwei uns unterhalten. An der großen Eiche. Hier oben. Da, hallo. Hier, I am. Hallo. Hallo. Ja, anvisieren und jetzt schwimmen hier hoch. Ja, jetzt hast du es verstanden. Ich nenne ihn mal liebevoll Boris. Oh mein Gott, ich habe keine Luft mehr. Die Sauerstoffflasche ist auch schon aufgebraucht, ne? Muss man ja dazu sagen. Ich schmier's mir jetzt ins Gesicht. Besser ist es. Wo ist er? Oh, hinter mir. Hinter mir! Au! Ja, oh, oh mein Gott, er hat mich rauskatapultiert. Oh, magst du mal mit ihm tanzen? Ich brauche mal kurz Luft. Also ohne Sauerstoffflasche ist es nämlich anstrengend. Super schnell. Mhm. Okay. Achtung, Achtung, er visiert dich an. Ja! Hol du Sauerstoff, ich hol ne Dings. Oder bist du noch voll? Nee, ich muss jetzt mal Sauerstoff. Okay, ich hol mir hier so ein Fass. Ich mach da ein Fass auf. Mach mal ein Fass auf, ja. Aua, das war ein Treffer. Nicht mich anvisieren, visier da die Säule an. Ja, oder den Drauni. Oder den Drauni. Oh mein Gott. Warum wieder auf mich? Sauer. Autsch. Er hat mich rausgeschleudert. Okay. We do it again. Ich fühl's. Wir haben's fast. Ich glaube, das ist die letzte Säule. Einmal Luft tanken. Jo, Treffer. Ja? Oh, wir haben ein Dings bekommen. Slay the Boss, tot. Alter. Er ist tot. Er ist tot. Ah, ich muss erst Sauerstoff holen. Ich kann leider nicht looten. Ich loote den jetzt. Tot! Nein! Boris ist gestorben. Bei Boris war er Veganer, ne? Ne, Bruce. Bruce war Veganer. Bruce, ja. Bruce war Veganer. Voll krasse. Bruce. Das Tolle ist, im Raum drüber gibt's Luft for free.
Und es scheint so, als haben wir hier etwas entdeckt, wo wir noch nicht waren. Zumindest könnte ich mich an keine Rolltreppe oder ähnliches entsinnen. Ja. Es gab ja hier einen Dieb auf dieser Baustelle und der hat ja so eine Spur gelegt zu seinem Verstecken, wo er sein ganzes Diebesgut versteckt hat. Und das war ja die ursprüngliche Spur. Wir haben einen neuen Bauplan. Ich nehme mal den Kranschlüssel und Windkraftanlage. Wow, wir können Strom produzieren. Kranschlüssel, ne? Geht's hier hoch? Jo. Oh, hier ist Licht. Was macht das? Es leuchtet weiß. So. Und gleichzeitig hat der aber auch sehr viele Fallen gelegt. Da muss man aufpassen, macht es einfach so zapp, zerrapp, dann hat man wieder so ein paar, keine Ahnung, Eisenspitzen im Fuß. Ich guess mal über die Röhre, ha? Huh? In die Röhre. In die Röhre? Ah ja, macht Sinn. Da guckst du in die Röhre, du. Und dann auf die Röhre. Und dann wieder in die Röhre. I'm coming. Und dann wieder tauchen. Und dann wieder durch die Röhre. Dann weiter nach oben. Ich hab die linke genommen. Ja. So. Fischi. Wie weit oben sind wir denn jetzt schon? Weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich auch nicht. Planlos im Hochhaus. Ja, so ist eine Art. Hier ist eine Tür. Mach sie auf. Benutzen. Juhu. Und wir sind... Ah! Okay. Wir sind okay. Da jetzt. Das ist ja cool. Ja, aber haben wir dadurch jetzt... Wir haben quasi den Weg da jetzt freigemacht. Ja, ja, aber wir haben keine neuen Koordinaten. Nee, aber ich habe einen Kranschlüssel. Den hatte ich davor nicht. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Aua! Ah, ja. Aua! Ich hab doch einen Haiköder gelegt. Warum greifst du mich an? Ja, weil wir ja schon seit so, war Kran. 34 Stunden. Wir müssen auf die rechte Seite. Oh, ich darf wieder Jump'n'Run machen. Ja! Ja! Juhu! Oh, toll. Ich hatte schon Angst. Ihr werdet nie mitbekommen, wenn ich Jump'n'Run mache. Mm-mm. Naja, gut. Mir bleibt aber auch nichts erspart, ey. So, welcher ach da. Du bist aber auch erstmal an. So, ich hab instant gegessen und getrunken und ich springe rüber ins Wasser. Ich hab keine Ahnung, wo Cassie Barbara ist. Also ist er gar nicht mehr Cassie Barbara. Ist er eine Bianca. We need a new name. Ein Durchlaufhai. So, Leute. Insane ist Jump and Run. It goes los. Jump, jump, jump. Jumping all around. Dup, dup, dup. Dup, 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 dup. Jumping all around. 1, 2, 3, 4. Na, du kleine Ratte? Ja, tot bist du. So schaut's aus. Ein schönes rohes Fleisch hier von der Ratte mitnehmen. So, und dann ging das, hier, dung, 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 boing. Juhu, jaha, jehi. Juhu, jehi, haha. Ein bisschen Super Mario mit reinbringen. Wupp, jehi, waaah. Das ist immer so, wenn man gestorben ist, war doch das der Sound, oder? Wenn jemand daneben gesprungen ist, dann hat doch Mario immer so, waaah. Also bei Super Mario Bros. 3 wohlgemerkt, ne? Und ich bin ganz runtergefallen. War ja klar. Es geht wieder los, Kölschi! Ja, ja, ich bin... Weißt du was, soll ich einfach nach oben gehen? Du bleibst. Nein, unten. Weil dann sieht's ja keiner. Das ist auch wahr. Das ist auch wahr. Wah! Wah! Ich sehe Kölschi schon Memes einbauen aus Super Mario. Yes, geschafft. Und weiter geht's.
Boing, boing, boing. Juhu. Haha. Ha. Boah, das war der Monster-Move, Alter. Seht euch das mal an, Alter. Wie eine Gazelle bin ich hier hoch. So sieht's aus. Wie eine Gazelle. Und jetzt lass mich raten, hier war irgendwo eine Seilwinde. Ja, jetzt nochmal dieses Team mit dem Rüssel. Was? Schon gut. Ich komme zu dir. Er gehört zu mir. Nee, nee, nee. Was? Nee, 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 ich gehöre nicht zu dir. Nicht? Nein, nein, nein. Ach, du gehörst mir. Okay, gut. Wait. Also, pass auf. Noch, also... Benutze den Kranschlüssel. Willst du sehen, was jetzt passiert? Ich mach den Kran jetzt an. Ich starte den Motor an. Ich benutze jetzt den Kran. Oh, und es passiert was. Oh, rums. Ich hab alles. Ich bin der beste Bauarbeiter. Ich hab alles kaputt gemacht. Nee, da ist nichts mehr. Ja, doch. Da ist das Seil zum Rüberfliegen, oder? Oder wo ist das Seil? Ah, hier unten. Doch, du hast recht. Okay. Hier ist das Seil. Hast keine Seilwinde dabei? Doch, hat er. Juhu! Ich habe ein Loch gemacht. Was? Hier. Guck mal. Also die an der Kuppel waren weiter. Das ist hier schon harter Rohbau noch. Oh, schau mal, ich hab ein Dings gefunden, ich habe ein Büro gefunden. Ich weiß auch, von wem das ist. Das ist von Chi. Unser netter Chi, der hier der Dieb des Jahrhunderts war. Und dachte, er ist der Verbrecher des Jahrtausends. Fortgeschrittene Batterie, der Herr. Und ich hab da was. Temperanza. Eine neue Notiz wurde gefunden. T für Tagebuch. Notiz. Da. 3, 4, 4, 8. Ich habe neue Koordinaten. Ich freue mir ein Schnitzel. Und ich habe einen Silver Smoothie. Den kann ich dann später trinken. Hier ist noch eine Röhre. Zum aus der Röhre gucken. Ah, da kann man rausschwimmen. Hast du noch irgendwas Sinnvolles gefunden? Loot gab es hier irgendwie nicht so wirklich. Das Gefühl. Ja, dann ab aufs Boot, du. Dann lass uns hier verdampfen. Ich bin schon weiter als du. Ja, du bist schon zurückgeschwommen, oder? Ja. Ja. Also durch die Röhre. Drei, hast du den Seetang hier mitgenommen? Kann man nicht. 3, 4, 4, 8. 3, 4, 4, 8, genau der, ja. Hey, Chat, wir brauchen einen neuen Namen. Wir brauchen einen neuen Namen für diesen wahnsinnig lieben und aufdringlichen Fisch. So, lass mal gucken. Also, ich brauche das. Kannst du den Motor mal kurz rückwärts laufen lassen? Alle? Ja. Reicht schon. Und vorwärts, und vorwärts, und vorwärts. Danke. Ich hätte gerne das da. Und das da. Und das da. Das hier. Den da. Die Angel. Das Fleisch koche ich gleich. Wie viele Minuten sind rum? Wir haben stolze 24 Minuten gebraucht, um das Rätsel zu lösen. Und ich finde, wir haben das ziemlich gut gemacht. Boah, im Endeffekt ja.
Die haben ein bisschen Schnupfen. Tut mir leid. So, wie kann ich denn so ein Rezept angucken? Ein Tagebuch, nee, oder? Forschungsbank. Forschungsbank. Die blockiert wird. Wenn ich das nicht mehr erforschen kann, habe ich schon erforscht, oder? Du musst noch auf Lernen klicken. Ja, aber ich kann hier oben, habe ich was platziert. Achso, ah, warte, falsch. Ich möchte wissen, was der Smoothie kann, aber die Smoothie-Rezepte sehe ich da nicht. Muss ich den da unten hinhängen? Ein gesundes Getränk. Ja, aber was kann das Getränk? Mich interessiert ja was. Achso, ich nehme es in die Hand und dann schaue ich es so an. Banane, Mango, irgendein blauer Seetang und wieder irgendeine Milch, die wir nicht haben. Okay, gut. Passt. Aber wir haben ja hier noch Platz. So. Und was kann der? Ich trinke den jetzt einfach. Aha. Da bleibt man länger hydratiert. Betrunken. So. Dann trinke ich mich jetzt ganz voll. Und dann machen wir hier mit Salzwasser füllen. Dann machen wir das wieder voll hier. Zack. Zack, zarab, zapp. Zapp, zarab, zapp. Zapp, zarab, zapp. So, aufräumen. Ich wollte aufräumen. Da 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 dam. Da da dam. Da 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 dam. Fertiges Essen hier ablege, du. Einmal, zweimal, dreimal. Und ja, rohen Fisch essen. Immer gut, Trauni. Immer gut. Was machen wir denn mit dem ganzen Honig? Man weiß es nicht, ne? Du kannst für eine Salbe, glaube ich, braucht man das, für die Heilsalbe. Ah, wo waren die nochmal? Heilsalbe. Ich muss. Du hast ja auch ein Batterieladegerät erforscht, glaube ich, ne? War das nicht irgendwie sowas? Ja. Gibt's nichts Besseres wie den Grill? Gibt's nicht irgendwie einen Ofen oder sowas? Ich habe übrigens einen Titanbahn gefunden. Was sagst du da dazu? Ja, haben wir schon insgesamt dann zwei jetzt von, glaube ich. Aber wir brauchen viel, viel mehr. Titanerz. Ja, ich frage mich ja immer, wann zum Geier kommen wir eigentlich mal an diese Inseln, die so richtig krass vom Loot her sind, ne? Keine also, Ahnung. Wir kämpfen uns immer so einen Millimeter weiter, habe ich immer das Gefühl, ja, was Loot angeht, ne? Auf jeden Fall. So, Fleischi wird gleich fertig. Ich repariere mal ein bisschen Schiffi gleich. Das brauchen wir alles nicht. Da lege ich mal die Pläne ab. Und dann sammle ich mal hier ein. Ah, die Fangnetze hier hinten. Einfach ein Traum. Also wenn ich das Material über hätte, na, ich würde ja noch viel mehr Fangnetze bauen. Ach so, noch so zwei Ausleger. Schräg raus nach hinten. Aber wir haben ja noch nicht mal, was mich so wundert, ist, wir sind so ultra weit gekommen. In der Story und so weiter und so fort. Aber ich krieg's nicht mal geschissen, dass ich unser Schiffchen außenrum diese Metallgitter dran macht, damit die mehr aushalten, weil wir das einfach legit nie, finde ich, Eisenerz. So zwei Eisenerz jetzt in eineinhalb Stunden. Das fühlt sich weird an. Man müsste halt mehr Inseln anfahren, mehr da looten und so weiter. Das ist eigentlich nur eine zeitintensive Sache. Aber wir bleiben doch eh bei jeder Insel stehen. Oder ja, nicht, werter Herr Kollege. Aber nicht jede Missionsinsel. Ich meine wirklich jede Popelsinsel. Ja, okay. Gut. Jede Popel. Überall, wo ein Popel ist. Genau. Ja, jeder Popel fährt einen Opel übrigens.
Darf man das noch sagen? Ist das noch? Oder gehört das auch schon zu den Sachen, die man besser nicht mehr sagt? Hashtag Umfrage. Ah, okay. Gut. Ein Titanbahn haben wir im Lager. Ja, heftig, ne? Übrigens, ein so besseres Netz von den Netzen kostet ein Titanbahn. Ich hoffe, du hast es nicht gemacht. Nö, wir nicht. Aber hier ist ein Floß. Sollen wir das looten? Ja, rechts von uns! Steuerbote! Steuerbote! Das looten wir jetzt noch. Und, ich schau mal auf die Uhr, wie spät das ist. Ja. Und dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Insel beim nächsten Mal oder so. Wir fahren jetzt straight in Richtung Koordinaten, aber wir werden unterwegs versuchen, die ein oder andere Insel abzuklappern, um dort etwas Loot zu fischen, zu nehmen, mitzunehmen. Das Thema beim Einkaufen ist halt auch, dass wir irgendwie, finde ich, nie diese besonderen Fische hab's. Dann weiter. Ich finde nie diese besonderen Fische, mit denen man auch mal wieder kaufen kann. Okay, aber das funktioniert. Also 20 Blätter, wenn du 40 Blätter reinmachst, kriegst du auch zwei Würfel. Okay. Ja, ja, genau. Immer 20. Okay, dann mache ich jetzt 3x20. Ich nehme gleich mal mehr Würfel, falls wir wieder so einen Shop finden. Dann können wir da auch gleich wieder... So, einmal... Gut, dann bin ich jetzt auch noch mal kurz weg. Du machst jetzt eine Unterbrechung, ne? Ja, gleich. So, also, ich stelle Währung her. Vielleicht müssen wir einfach ein paar Materialien hart kaufen oder so. I don't know. Wir fahren in Richtung der nächsten Insel und wir werden unterwegs ein bisschen looten. Ja, und wie wir dann ein bisschen looten und uns vorbereiten auf die nächste große, krasse Insel. Die hat auch einen Namen, glaube ich. Ich schaue nochmal nach. Temperanze. Wir fahren nach Temperanze. Übrigens, das sind noch sehr viele, also wenn ich das so im Tagebuch anschaue, ne, da ist schon noch viel Platz. Hier. Weißt du eigentlich, dass wir sehr viele Gegenstände haben, die wir nie verwendet haben? Also ich habe hier von Vasagatan habe ich immer noch ein Aufnahmegerät und ein mechanisches Teil. Von Balboa Island habe ich immer noch eine Brunos Hammer, eine Brunos Sägeblatt und Schraubenschlüssel und so. Und Wildbären für den Bären. Von Dangaroa habe ich immer noch so Tangaroa Schlüsselkarten und Klebeband. Und von Verinder Point habe ich immer noch so ein Teil eines Scheinwerfers. Haben wir irgendwie nie gemacht, ne? Oder wir haben es doppelt gefunden oder so. I don't know. Ist auch egal. Wir fahren nach Temperanze. Und da vorne ist eine Insel, da werden wir anhalten. Und auf der Insel sehen wir uns alle wieder. Alle gemeinsam. Ihr, ich, YouTube, Twitch, alle. Ja? Okay. Bis dahin. Tschüssi! Der Kölsch sagt gar nicht mehr Tschüss. Aber egal. Tschüssi!